Moin, Leute. So, die, die das letzte Video gesehen haben, die wissen, was gerade passiert ist. Und passend dazu folgt mir doch tatsächlich jetzt eine Person, wobei ich glaube, sie folgt nicht mehr, sondern liked nur so durch, um selbst auf sich aufmerksam zu machen. Breathout.de. Für diejenigen, die aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen nicht gesehen haben, was in dem letzten Vloggy passiert ist, ich habe ohne Ton gefilmt und richtig mal einen weggeschnabbelt, schnabbel, wie sagt man, geschnallert, ja, also richtig einen wegerzählt, wie ihr das von mir kennt. 10 Minuten straight, ohne Ton. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass die 10 vorherigen Videos auch keinen Ton hatten. Aber wie heißt es so schön? Never give up, ne? So, wir gucken uns jetzt was richtig Cooles an. Das, was ich schon einmal 10 Minuten erzählt habe, erzähle ich jetzt nochmal. Mal gucken, ob ich es jetzt vielleicht in weniger Minuten hinkriege. Weil das ist, es hat aber eigentlich jede Sekunde verdient. Es geht um Neurological Levels of Change. So sieht das Ganze aus. Das habe ich von meinem Coach für, ja, Personalführung, Leadership, ich sag mal Personalstrukturen. Da bilde ich mich gerade fort und mache das 1:1, weil ich kann nichts anderes, weil wenn ich mich versuche per Video fortzubilden, schlafe ich ein. Wenn ich mich versuche per Textbuch fortzubilden, schlafe ich ein. Die Moral der Geschichte, ich schlafe ein. Wenn ich 1:1 vor jemandem sitze, vor allem auch, ich sag mal, mit dem Käffchen, ja, und das Thema geil ist, dann kann ich mich nochmal eine Stunde voll fokussieren und da reingehen. Und das habe ich jetzt hier gerade mitbekommen. Meine Hausaufgabe ist, ich liebe Hausaufgaben. Früher habe ich Hausaufgaben gehasst. Heute mag ich sie, weil ich es nicht mag, etwas nicht zu machen. Also ich sag mal, ich will mir nicht mehr die Blöße geben, mich da nächste Woche hinzusetzen und sagen, oh, sorry, ich habe es vergessen, nicht gemacht, beim Nachbarn abgeschrieben. Ihr kennt's, ja? Oder auch nicht. Wahrscheinlich waren ihr alle vorbildliche Schüler. Die Neurological Levels of Change haben, ich sag mal, vielleicht kann man es hier auch so ein bisschen einblenden, ist eine Pyramide, die sich in der Mitte teilt und wir haben quasi die Anna, ja, und ein Selbst. So, und das kann man für ganz, ganz viele Dinge durchdenken und ich habe jetzt mal mir überlegt, ich mache das mal für YS, ja, also für uns, unsere Firmen. Die Purpose dahinter ist nämlich, und das steht ja ganz oben, 1 Million Menschen helfen, aktiv unter professioneller Anleitung mit modernster Technologie an ihrer Fitness und Gesundheit zu arbeiten. Mit Spaß könnte man vielleicht noch hinzufügen. Das würde der eine oder andere vielleicht auch nicht unterstreichen, wobei in Summe, wenn alle ehrlich sind, schon. Ja. Und die Purpose ist für uns alle, und das ist auch meine Ambition, also das matcht, ja, also weil wenn man sich zu sehr auf die anderen fokussiert, dann verliert man sich selbst. Das habe ich auch zeitlang natürlich gehabt, wenn man sich selbstständig macht und eigentlich macht man es ja für sich, aber irgendwo, ich sag mal gerade mit Mitarbeitern und so weiter auch, da möchte man Arbeitsplätze schaffen, fokussiert man sich sehr auf die anderen, setzt sich für die ein, entwickelt die, steckt da sehr, sehr viel rein. Auch die Kunden natürlich, die da auch mitwirken dann und habe mich halt so ein bisschen dann auch selber vernachlässigt, war nicht mehr so regelmäßig trainieren, ich war jetzt nie wirklich außer Shape oder so, sichtlich für andere, aber für meine Verhältnisse habe ich mich mehr auf die Kurve fokussiert als auf mich, habe mich ja so ein bisschen vergessen, dann gerät das in so eine Imbalance, das ist schlecht, ja, das ist wie links weniger Bizeps als rechts, ja, das geht nicht. Dann, wenn es andersrum ist, wenn man sich zu sehr auf sich fokussiert, wird man zum Narzissten und verliert die anderen. So, das ist und deswegen Balance. Beide brauchen und müssen in die gleiche Richtung gucken, den gleichen Purpose und Vision haben, so wie jetzt hier, wir bei YS, im Fitnessbereich, im Consulting-Bereich, in OC, in der App, die Coaches, die dort sind, die Kunden, die dort Kunden sind, bei den Trainern und bei uns in der Alltagshilfe, in der Physiotherapie, im Personal Training, im Online-Coaching, in der Ernährungsberatung. Im gesamten Coaching-Sektor, im Alltagshilfesektor und so weiter. Alle haben am Ende das Ziel, ja, das Team, ich und auch die Kunden. Da geht es dahin, das Ziel Gesundheit, Fitness. So, und die Identität, die wir dafür annehmen mussten, das ist jetzt quasi die nächste Stufe, war oder ist: Wir sind Fitnesstrainer, wir sind Ernährungsberater, wir sind medizinische Fitnesstrainer, wir sind
im Alltagshilfebereich examinierte Kranken- und Altenpfleger, ja, Innen und so weiter. Und die Werte, und das ist jetzt an nächster Stelle, die dort die das mit sich bringt, ja, das sind letztendlich natürlich irgendwo Ehrgeiz, dann, dass man diszipliniert ist, dass man motiviert ist, dass man ehrlich ist, dass man offen ist, dass man transparent ist, dass man kommunikativ ist, dass man empathisch ist und so weiter. Unser gesamter Wertekompass, der kompatibel sowohl im Team als auch mit der Kundencommunity oder auch den Leuten hier jetzt von euch so ungefähr ist, dieser Wertekompass filtert halt auch automatisch Idioten raus, die da nicht reinpassen, sodass letztendlich diese, weil das ja am Ende immer mit dem schwächsten, ja, Glied steht und fällt, so, bei uns gibt es keine schwächsten Glieder, so, und wenn Leute mal ein bisschen durchhängen, dann werden sie unterstützt, supportet, das gehört auch dazu, ja, wir sind ein Team, wir sind eine riesige Community, so, und dann eben letztendlich auch die Missbeliefs, so die Glaubenssätze aussortieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann nicht im 5AM-Club aufstehen, ich, was weiß ich, ich bin nicht sportlich genug oder ich bin nicht phobisch genug, weil ich selbst nicht genug weiß oder sonstige Dinge, ich kann kein Personal führen, ja, deswegen so, oder was auch immer es für Glaubenssätze gibt, die werden eliminiert und vor allem auch durch Skills, denn letztendlich, wenn es tatsächlich nicht nur ein Glaubenssatz ist, sondern wirklich etwas, woran man arbeiten muss, dann wird daran gearbeitet, bei uns können Mitarbeiter sich ständig weiterentwickeln, neue Zertifizierungen erhalten, Melanie zum Beispiel bildet sich aktuell gerade weiter im Bereich Prävention, das heißt, sie wird Präventionscoach jetzt auch noch zusätzlich. Bei uns steht halt wirklich an erster Stelle, dass alle, die für diesen oberen, und das geht nach oben dann bis zu diesem Purpose durch, die daran arbeiten, mitwirken, haben auch natürlich dann die Chance, aufgrund unseres Wertekompasses offen und ehrlich zu kommunizieren, was sie möchten, was sie erreichen möchten, und alles ist am Ende kompatibel und greift ineinander nach oben. Und diese Skills, die wir dann erlernt haben, werden dann natürlich eingesetzt und umgesetzt. Das ist dann die Behavior, das heißt nicht nur die, ja, die, ich sag mal, die Einstellung, das Mindset, sondern auch die Aktion am Ende, weil das ist ja das, was zählt. Ja? Das heißt, dass man dann wirklich umsetzt, einfach machen lässt sich dieser Bereich relativ simpel bei uns, ja, so vom Mindset her zusammenfassen. Und dann eben letztendlich auch dann in unterster Instanz das Environment, das heißt unsere gesamte Umgebung, die wir uns geschaffen haben, ist oder zielt darauf ab, diese Ziele zu unterstützen. Das heißt, die Kreise, in denen wir uns bewegen, das Umfeld, was wir uns aufgebaut haben, was vielleicht auch, wo Leute verloren gegangen sind, neue dazugekommen sind, die eben in dieses System oder in diese Mission, könnte man sagen, mit reinpassen für alle. Ja? Denn dieses gesamte Environment ist natürlich super wichtig, wenn man jetzt Menschen gewinnen möchte, die dazu passen, dann kann man nicht sich in den gleichen Kreisen noch umgeben. Und natürlich passt doch, oder ich sag mal, eckt man auch an gewissen Bereichen, weil das nicht mehr kompatibel ist, weil Leute sich nicht mitentwickeln oder verändern, was auch nicht schlimm ist. Ja, jeder soll ja sein Ding machen in seinem Leben. Aber wir haben eben diese ganz klare Mission und ich finde diese Pyramide erstaunlich gut und gelungen und sie passt auch auf andere Bereiche. Ja, also das ist jetzt mal so für den Business-Aspekt, für unsere, ich sag mal, auch unsere Mission als Unternehmung, die wir uns jetzt gesetzt haben, mit der Absicht, mit dem, was uns morgens aus dem Bett holt, was uns auch in schwächeren, mentaleren Phasen dann zusammenhalten lässt, wo man sagt, wo man den anderen dann mitreißt. All diese Dinge greifen so ineinander und ich finde es cool. Ich habe es jetzt zum ersten Mal hier, beziehungsweise zum zweiten Mal, jetzt das erste Mal mit Ton einmal so ausformuliert. Und denke auch für zukünftiges Personal, was wir jetzt ja gerade noch beschäftigen, müssen wir einmal überprüfen, ob diese Dinge passen. In Mitarbeitergesprächen wird immer wieder überprüft, ob die Ziele, die die Einzelperson hat, auch zusammen, ich sag mal, kompatibel sind mit der Unternehmung, mit dem Team, damit eben am Ende alle glücklich und zufrieden zur Arbeit gehen. Ja, auch wenn es für viele sich idealerweise nicht lange für Arbeit oder als Arbeit anfühlt. Ja, das mal so zu diesem System und vielleicht könnt ihr da draußen so ein bisschen mitnehmen, schnappt euch das Ding mal, googelt das einfach mal und spielt das mal so für euer Leben durch, vielleicht auch für andere Lebensbereiche. Ich werde gleich in einem separaten Video, wo ich den Akku gewechselt habe, denn ich lerne ja dazu, das Ganze auch nochmal für das Thema Golf und Clubmeister werden durchspielen.